Hallo ihr Lieben, hier ist Edda, eure Personal Trainerin. Heute wollen wir uns einmal um die Kniebeuge kümmern. Das heißt, es geht um die Beine und ganz wichtig hierfür ist aber auch die Gesäßmuskulatur, Bauch und Beckenboden. Wir brauchen keine Hilfsmittel, etwas zum Festhalten, vielleicht ein bisschen zum Abstützen. Also ein Stuhl ist ganz geeignet und bequeme Kleidung ist auch von Vorteil. Und schon geht's los. Wir stellen uns mit breiter Gretstellung die Zehenspitzen leicht nach außen, ziehen Bauch und Beckenboden ein, leicht gebeugt in den Knien, schieben den unteren Rücken nach hinten in die Streckung, als wollten wir einen Buckel machen mit dem unteren Rücken und lassen die Schultern nach hinten kreisen. Das heißt, wir ziehen die Schultern leicht nach oben, nach hinten kräftig und nach unten kräftig, dass die Schulterblätter in der Mitte des Rückens nach hinten unten ziehen. Wenn ihr hier einen Stuhl oder eine Möglichkeit habt, euch abzustützen, dann könnt ihr die Beine entlasten. Rücken und Nacken gestreckt. Wir gehen erstmal ganz leicht in die Kniebeugen und die Knie gehen jetzt hier in der Richtung der Zehen leicht nach außen. Das heißt, die Füße, die Fußstellung passen wir den Knien an. Langsam lassen wir die Bewegung immer intensiver werden bei der Streckung. Das heißt, wenn wir wieder gerade kommen, spannen wir das Gesäß kräftig an, um die Hüfte zu strecken, ziehen den Beckenboden kräftig nach oben, innen und im Bauchnabel Richtung Wirbelsäule und strecken auch die Kniekehlen kräftig. Dass wir hier also mit der kompletten Spannung wie beim Strammstehen Gesäß, Bauch, Beckenboden, Beinmuskulatur aktivieren und immer kräftig in die Streckung schieben. Die Streckung in der Hüfte und in den Kniekehlen ist ganz wichtig, damit das Bindegewebe mit aktiviert wird und wir auch das Gefühl von Kraft haben. Das heißt, wir gehen tief. Auch hier brauchen wir Bauch und Beckenboden. Und ihr könnt zweimal die Ausatmung nutzen. Einmal hier. Und dann wieder einatmen zu Beginn der Bewegung und wenn wir uns kräftig strecken, wieder ausatmen. Ja, und hiervon könnt ihr euch ein bisschen abstützen, gegebenenfalls. Passt den Abstand an. Und jetzt wollen wir tiefer kommen, das heißt, den Abstand ein bisschen anpassen. Tief nach unten. Und wenn es noch beschwerlich ist, nach oben zu kommen, weil ihr Beschwerden mit den Beinen, mit den Knien habt, dann geht ihr hier ein bisschen nach vorn und schiebt euch erstmal wieder nach oben in die Streckung, um euch dann komplett aufzurichten. Das heißt, wenn wir beim Beugen der Knie, beim Tiefergehen oder auch beim leichten Kniebeugen oder wenn wir in der Hocke waren oder im Kniestand waren, nach oben kommen und wir haben Einschränkungen und Beschwerden, dann müssen wir oder dann bekommen wir diese Beschwerden weg, indem wir das üben. Wir können ganz tief nach unten gehen. Ja, ihr könnt ja auch die Arme nach vorn nehmen. Wir können in der ganz tiefen Hocke die Fersen auf dem Boden lassen, wenn wir die richtige Breite der Füße haben. Das heißt, wenn ihr die Füße noch dicht beieinander habt und sich die Fersen vom Boden lösen bei der tiefen Hocke, dann nehmt ihr die Füße so weit auseinander, bis ihr die Fersen auf dem Boden lassen könnt. Das ist ein bisschen Übungssache auch, das wird von Mal zu Mal besser. Ja, und hier könnt ihr euch wieder erstmal nach vorn, erstmal die Beine strecken, dann Bauch und Beckenboden einziehen und Wirbel für Wirbel nach oben aufrichten. Ja, das heißt, wenn wir in die Tiefe, also in die tiefe Hocke gehen oder in die Kniebeuge gehen und der Körper schafft es in dem Moment noch nicht, schmerzfrei wieder die Beine zu strecken. Das heißt, ihr beim Ziehen im Knie, dann ist das eine Entlastung, wenn ihr erst nach vorn geht, euch abstützt, die Beine streckt und dann aufrichtet. Dass eben beim Kniebeugen wieder nach oben kommen, nicht das komplette Körpergewicht hier nach oben geschoben werden muss, sondern dass ihr erst einmal nach vorn schiebt, die Beine streckt, Wirbel für Wirbel aufrollt. Ja? So bekommen wir Beinmuskulatur, Bauch und Beckenboden wieder fit. Wirbel
Hilfewirbel aufrichten. Einmal locker ausschütteln. Das schütteln. Das heißt, wenn wir beim Beugen oder Strecken der Knie Beschwerden haben, es zieht irgendwo im Knie, dann ist das der Dehnreiz in Muskulatur und Bindegewebe, ein Ungleichgewicht in Muskulatur und Bindegewebe, was dazu führt. Und Kniebeschwerden bekomme ich dadurch wieder in den Griff, indem ich bewege. Unser Körper ist ein Bewegungsapparat, das heißt, hier in der tiefen Hocke können wir ein bisschen nach hin und her schieben. Hier haben wir auch die Streckung im Rücken. Dann geht ihr nach vorn, streckt erst die Kniekehlen kräftig. Ihr könnt auch nochmal den Oberkörper hier locker tief sinken lassen. Einmal tief durchatmen, Bauch und Beckenboden einziehen und Wirbel für Wirbel wieder nach oben aufrollen. Und je nachdem, wie gut euch die Kniebeugen gelingen, könnt ihr hier erstmal mit kleinen beginnen. Oder auch, wenn ihr in einem Bereich, wo ihr hier in der Beugung und Streckung seid, spürt, da ist ein Bereich, der funktioniert vielleicht am Knie nicht so gut, ihr habt Beschwerden, dann bleibt ihr auch erstmal hier in diesem kleinen Bereich und immer mit der Ausatmung Bauch und Beckenboden kräftig einziehen. Das heißt, im Bauchnabel Richtung Wirbelsäule den unteren Rücken strecken, als wenn wir mit dem unteren Rücken einen Buckel machen wollten. Und den Beckenboden nach oben innen ziehen, als wenn wir alles nach oben innen saugen wollten. Der Beckenboden hat hier drei Anteile, die wir willentlich steuern können. Einmal der vordere Anteil des Beckenbodens, um den Urin anzuhalten. Der mittlere Anteil des Beckenbodens ist der After-Schließmuskel. Und der hintere Anteil des Beckenbodens zieht die Sitzbeinhöcker zusammen. Die Knochen, die wir spüren, wenn wir auf einem harten Stuhl sitzen. Noch einmal mit der nächsten Ausatmung. Erst die Streckung. Oberkörper kann nach vorn abgestützt sein, damit nicht erstmal so viel Gewicht am Anfang mit den Beinen zu stemmen ist. Und dann merkt ihr, nach und nach wird es besser. In der Streckung Gesäß, Bauch, Beckenboden kräftig anspannen, dass die Hüfte streckt, Beinmuskulatur kräftig anspannen, dass die Kniekehlen strecken. Und in der Kniebeuge und beim Sitzen haben wir die Beugung hier in der Hüfte und die Verkürzung des Oberschenkels. Deswegen zum Abschluss noch einmal hier dann den Fuß nehmen. Wenn ihr ihr könnt euch festhalten, aber wenn ihr einen sicheren Stand habt, könnt ihr die zweite Hand auch mit nach hinten nehmen, könnt Schultern, Ellenbogen nach hinten ziehen. Und ganz wichtig ist beim Strecken des Oberschenkels und des Hüftbeugers, dass ihr das Knie nicht hier vorn habt, sondern als erstes die Streckung in der Leiste und dann im Oberschenkel habt. Die Ferse zum Gesäß ziehen und gleichzeitig Ellenbogen, Schultern nach hinten ausatmen, dass der Brustkorb flach zieht. Und dann wechseln. Einmal kurz locker lassen. Ja, wenn man also am Fuß anfasst, hat man gleich die Streckung hier in der Fußoberseite und dem Schienbein mit dabei. Die hauptsächliche Streckung wollen wir aber hier im Oberschenkel und in der Hüfte haben. Deswegen ist es wichtig, das Bein nach hinten zu ziehen. Achtet darauf, dass der Oberschenkel senkrecht nach unten geht und nicht hier vorne bleibt. Ja? Hier die Streckung in der Hüfte. Und locker lassen. Einmal ausschütteln die Beine, locker federn, Bauch, Beckenboden einziehen. Ja, probiert das mal aus. Wie gesagt, das ist hauptsächlich, wenn ihr mit den Kniebeugen nicht gut klarkommt und denkt, nee, so richtig kann ich das nicht, da bin ich nicht kräftig oder ich habe Beschwerden in den Knien, dann probiert ihr das auf diese Art und Weise, dass ihr also beim Hoch- und Tiefgehen euch abstützt, Stuhl, Hocker oder eine andere Möglichkeit, die dabei euch vorfindet. Ja. Und wenn ihr weitere Fragen habt, wenn sich hieraus irgendwie trotzdem Schwierigkeiten ergeben, dann lasst es mich wissen und dann kann ich euch da noch mehr Tipps vielleicht geben. Dankeschön, eure Edda.